Moin! Heute machen wir ein paar einzelne Entdeckungsfahrten. Es geht zum Beispiel um Heinrich den Seefahrer. Abfahrt! Also, die erste große Entdeckungsfahrt wird organisiert von Heinrich dem Seefahrer. Das ist ein portugiesischer Prinz. Er ist quasi der Initiator und Auftraggeber der portugiesischen Entdeckungsreisen. Und er ist der Früheste. Das, was er organisiert, ist schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es wird die afrikanische Westküste systematisch erforscht. Zuerst wird der Cap Boiador umsegelt, im Jahr 1434. Und dann erschließen portugiesische Seefahrer weitere Teile der Küste. Sie nennen einzelne Teile Pfefferküste, Goldküste und Sklavenküste. Das ist alles an der Westküste von Afrika. Man kann sagen, die Entdeckungsfahrten, die Heinrich der Seefahrer initiiert, begründen die portugiesische Kolonialmacht. Und sie stellen den Beginn der europäischen Expansion dar. In der zweiten Hälfte vom 15. Jahrhundert geht's dann weiter. Ein Typ namens Bartolomeo Dias umsegelt als erster die Südspitze von Afrika. Den Kap der Guten Hoffnung. Und zwar im Jahr 1487. Heftige Sache. Jetzt ist 1492 und wir schwenken kurz rüber zum Team Spanien. Im Auftrag von Spanien entdeckt Christoph Kolumbus Amerika. Er will aber eigentlich einen Seeweg nach Indien finden. Und jetzt zurück zum Team Portugal. Die schaffen das ein wenig später. Im Jahr 1498 entdeckt ein Typ namens Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. Ehrenmann! Er fährt dabei die Westküste Afrikas nach Süden hinunter. Und dann wieder die Ostküste Afrikas entlang. Das heißt, insgesamt machen die Portugiesen bahnbrechende Entdeckungen. So, nice, ein paar Einzelheiten reingezogen. Hier nochmal die wichtigsten Bullet Points. Die Entdeckungsfahrten, die Heinrich der Seefahrer initiiert, begründen die portugiesische Kolonialmacht und sie stellen den Beginn der europäischen Expansion dar. Team Portugal, Bartolomeo Dias, umsegelt 1487 den Kap der Guten Hoffnung. Team Spanien, Christoph Kolumbus entdeckt 1492 Amerika. Team Portugal, Vasco da Gama entdeckt 1498 den Seeweg nach Indien. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Du schreibst bald eine Klausur? Mit der Simple Club App bereiten wir dich perfekt auf alle Klausuren vor. Du sagst uns einfach nur Datum und Thema und wir erstellen dir den perfekten Lernplan. Mit allen Videos, allen Übungsaufgaben und allen Zusammenfassungen, die du brauchst. Klick jetzt hier und hol dir die App.